Obst! Oh! Oh gut, nicht gehört. Juhu, Obst! Juhu! Juhu! So, in der Originalaufnahme habe ich alles runtergeworfen und nichts übrig gelassen und habe das dabei übersehen. Diesmal wissen wir es allerdings. Das Problem ist nur, sobald hier eine Flasche zerbricht, ihr wisst, was das heißt. Oh, lustiger Affe. Ich mag diese ganzen Details hier übrigens. Das muss ich mal ganz kurz sagen, das ist alles so liebevoll, hässliche Brille. Hier wohnt Harry Potter. There. Mm. Perfect. Kuchen, lecker Kuchen. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed Kuchen. Happy birthday, sweetie. Oh, danke schön. Das ist wow, so lieb. 2 years today. 2,5, bitte. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Ah. Chugga 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 choo-choo. Here it comes. Through the tunnel. Choo-choo. Kuchen. Mama, Kuchen? I'll be right back. Mama, Kuchen. Ich will meinen Kuchen. Ich will meinen Kuchen. No. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Ja, was ist drin? Was ist drin? Ja, was ist drin? Was ist drin? Okay, Mama. Sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Aber ich, kein Kuchen, kein Geschenk? Och, Mann. Aufs Schaukelpferd. Juhu. Ja, ja. Ja! 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 Aua. Und ein bisschen Ball spielen. Piu. Oh. Alter! I know. I'll hide the pink elephant while you're... Auf dem Bär. Papp. Bitte was? How about your closet? Bitte was? Nicht, dass er uns gleich einen richtigen Hasen zeigen will. Ich bin da ein bisschen skeptisch gerade. Na, das ist ja eine super Nacht am Geburtstag. Wir sind bei der Mutti angekommen. Die Mutti hat alte Socken hier rumliegen, einen furchtbar, furchtbar hässlichen Hut mit einem furchtbar hässlichen schwarzen Fleck. Guten Tag. Okay, das war in der Demo-Version anders. Des Zweijährigen war ein alter Michael Jackson-Witz. Entschuldigung. Und wir tauchen, ich glaube, es ist ein kleiner LSD-Trip. Also wie ein Spielhaus sieht das jetzt wirklich nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich mein Kind hier in die Obhut dieses Spielhauses geben würde. Ich weiß ja nicht. Das Hui. Hui. Cool. Ist das ein Hinweis, dass man auf irgendwas stehen soll? Oh. Ich dachte gerade, da wäre was. War meine eigene Reflexion. Bin ich erschrocken. Was für ein gruseliger Anblick. Deswegen auch die Gänsehaut. Schön ist, die Atmosphäre ist so toll. Erinnert mich an meinen letzten Zirkusbesuch. Geben Sie Ihre Kinder beruhigt in den Hort. Eine Eule. Schuhu. Ich rein. Ich gucke zuerst mal, wo. Wir gehen da gleich rein. Ins Klo natürlich. Ich wollte zuerst mal hier gucken. Jo, ich glaube, wir haben 4 Eier. Also, weißt du Bescheid? Okay, und auch diese Brücke sieht sehr vertrauenseinflößend aus.
Was wir kommen, ist in diesem Kaninchenloch von einem Irrenhaus ins nächste. Und von einem Ladebildschirm in den nächsten. We made it back. Na toll. Kaninchenloch! Und in den Ladebildschirm natürlich. Und natürlich das obligatorische. Obligatorische. Obligatorisch. Obligatorische. Obligatorische. So, da haben wir's. Huch. Oh. Okay, den habe ich nicht gesehen. Das Ding ist trotzdem noch verbuggt. Herzlich willkommen zurück bei Im Morgen so Schlüpper, die wir zerbrechen. Wahrscheinlich, weil Pfand drauf ist. Der Vater hat einen Stuhlgang gerade, wie es aussieht. Das hört sich an, als wäre ein ganzer Zirkus in der Stadt gerade. Hallo! Vater? Ist ein Lightbier, das schwebt. Das ist mal, glaube ich, nix. Dann gehen wir mal hier unten hin. Und hier ganz wichtige Staatsdokumente, das sehe ich sofort hier über die DDR-Gründung gerade. Unterzeichnet von Herrn Honecker, da ist ein Krakel. Hier auch nochmal, das ist geschichtliche Dokumente hier mit eingebaut. Was war das? Wer bist du? Finde ich aber irgendwie süß, das Ding hier. Ein süßes Flugzeug, das komische Geräusche macht, wenn man es berührt. Was? Wie? Was? Was? Ich hab doch nur mal auf der Brücke geguckt. Ich bin empört. Und fällt rein. Sie trinkt etwas. Und geht dann in den Fluss. Ist die Mutter in den Fluss gefallen und ist seitdem ein Geist, der im Fluss wohnt und ab und zu am Brunnen einen Schluck Wasser trinkt? Klingt plausibel. Das sind große Füße, große Fußabdrücke. Und dazu das Geräusch, ich will das gar nicht... Mutti? Sie hat eine Typveränderung hinter sich. Ich habe hier ein Muttertagsgeschenk, diesen formschönen Eimer, in dem ich mich verstecke. Boah, da kannst du mir auch nicht mit Pampers, Ultra, 3 oder Fixies sonst was kommen. Sie hätte ich alle komplett zerschissen hinten. Die Frisur macht dich jünger? Ich meine natürlich, hey, Mutti, bist du's? Mensch, Mutti, überleg dir das nochmal mit dem Merci, das ist eine super Packung. Ich hätte es nicht gedacht, dass es echt so schlimm wird. Ich dachte, das ist so ein Pillepalle-Spaziergang und dann gehen wir hier alles durch und das wäre nicht so richtig Horror-Game, nachdem man so alles schon gespielt hat. Und, die Erschrecker-Lies sind trotzdem noch drin. Ich habe gerade eben noch geschwitzt wie ein alter Testosteron-Bulle und da ist mir die Suppe unterm Arm rumgelaufen. Und das Blöde ist, dass die letzte Aufnahme echt so gut war. Ich will loslaufen, aber ich kann einfach nicht. Warte, ich laufe gleich los. Geronimo! The hole.
Ja, das kleine Häschen ist bei mir auch gerade aus dem Loch rausgekommen. Und die Nähe. Ich traue dem Bären immer noch nicht. Ist mir egal. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Hüps. Schmeißen unsere Traummaschine abermals an. Au. Vielleicht nicht unbedingt ins Gesicht. Hallo? Ich steig schon rein und dann... Hua! Ladebildschirm. Natürlich wie immer der Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Er entlädt sich ein bisschen, der Bildschirm. Und dann geht's gleich weiter mit... Hua! Au. Ich komme hier mit den ganzen Türen ein bisschen vor wie beim Monster AG gerade. Weißt du, wo er dann in diesem komischen Türenlabyrinth, wo sie da rumeiern? Hier eine Melone übrigens. Guten Tag, guten Tag, ja, guten Tag. Eine Melone haben wir auch. Wir haben Aktenordner. Und an dieser Stelle sagte ich in der Originalaufnahme, es sieht so aus, als würden wir von der Mutti jetzt eher so ein bisschen klischee-mäßig zum Vater kommen. Hin und entweder hat es hier hingekackt, so ein bisschen Vogelschiss, oder da liegt ein Stück Kreide. Mantel, Mantel, Mantel. Alter, Mantel! Wer kauft denn so viele Mäntel, verdammt nochmal? Guck dich mal um! So viel Geldverschwendung, 1000 Ledermäntel. Für wen hält der Vater sich? Für die Matrix oder was? Guck dir die Mäntel mal an. Ich hasse dich, Kackstuhl. Was war... Wieso schreit hier eine Maus? Also der Stuhl ist eine ganz tolle Wurst. Erinnerung noch. Der zugegebenermaßen sehr putzige Elefant. Ich mag den. Der Elefant ist super. Ist mit das Beste am ganzen Spiel, finde ich. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil der Elefant super ist. Ich weine. Oh Mama, oh Mama. Mama? Mama? Ich bin's, dein Kind. Ein bisschen notorische Störung. Und sie hat Teddy dabei, aber wir haben den Arm nicht mehr. Teddy fehlt ein Arm und er bewegt sich nicht mehr. Teddy scheint tot zu sein. Stay away from me. I'm sorry. I never meant to. Mama, es hat geklopft. Mama? Mama? Mama, 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 guck mal. Ich tanze hier auf dem Kopf rum und du merkst es nicht mal. Kinder, das passiert bei Alkohol. Hört auf zu saufen. Und uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Mama? Mama, ich geh fort, hörst du? Mama. Schade, da kommen wir nicht mehr durch. Mama? Papa ist da. Papa wartet draußen auf mich, Mama. Wirst du alleine klarkommen, Mama? Wirst du an mich denken? Wirst du mich vermissen? Wirst du für mich da sein, wenn ich dich brauche? Wenn du magst, komme ich dich immer besuchen, Mama. Aber bitte vertrag dich wieder mit Papa und... Nicht mehr trinken, Mama. Nicht mehr trinken. Du tust allen damit weh. Und allen voran dir selbst. Das weißt du doch, Mama. Du bist doch schon groß. Du bist doch schon erwachsen. Du musst das doch wissen, Mama. Oder wissen die Erwachsenen manchmal gar nicht so richtig, was gut für sie ist und was nicht.
benehmen sich Erwachsene vielleicht manchmal auch noch wie Kinder und wirken verloren in der Welt und brauchen ein bisschen Führung und Rückhalt, Mama. Ist das so? Mama? Mama, ich liebe dich und wenn ich groß bin, dann werde ich dir helfen. Dann werde ich dein Rückhalt sein. Dann werde ich immer für dich da sein, Mama. Aber jetzt muss ich gehen, denn Papa wartet draußen. Sei nicht traurig, Mama. Ich bin bald wieder da. Ich bin bald wieder da. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Und darum muss ich jetzt gehen. Mama.